Es geht um eine Frage, ob jemand, der nicht bittet, darf man für ihn Salatul Janaza verrichten oder nicht. Also, ich bin der Meinung, jemand, der nicht bittet, der ist kein Muslim. Nicht nur ich, aber die Mehrheit von Gelehrten, die mit Beweisen also gesagt haben, dass jemand nicht betet, also der ist kein Muslim. Muss man nur wissen, die erste Frage, was er auch in Yom Kiyama bekommt, also über Gebet. Und sogar auch die Leute, die nicht hier in Dunya Gebet haben, die werden in Yom Kiyama auch versuchen zu beten, aber die können nicht Rukur machen, die werden so steif bleiben. Ja? Allah Azzawajal hat das auch in Surat Nun. Also erwähnt. Und auch muss man auch wissen, jemand, der nicht gebetet hat, sein Urteil, darf man nicht sagen, erstens Rahimallah, darf man auch nicht ihn waschen und darf man auch nicht für ihn Salatul Janaz auch verrichten. Aber es gibt hier eine Sache. Zum Beispiel, wenn ich weiß, dass jemand also in eine islamische Familie ist, ich muss nicht fragen, ob er Gebet hat oder nicht. Hier in diesem Fall, ich darf für ihn Salatul Janaza machen. Aber wenn ich weiß, dass er nie gebetet hat oder von vertrauenswürdigen Brüdern, die mir sagen, dieser Mensch hat nie gebetet, in diesem Fall, ich bin sicher und ich darf nicht für ihn beten. Und es gibt auch einen Beweis, Hadith Rawi al-Bukhari, Anna Rasul sallallahu alaihi wasallam sagte, und das ist auch ein richtiger Beweis für jemanden, der nicht in Dunya gebetet hat, dass er für Ewigkeit in Jahannam bleibt. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, und zum Schluss kommt die Fürsprache von Allah azzawajal, Al-Shafa'a, Shafa'atullah azzawajal. Zum Schluss kommt Shafa'atullah azzawajal und sagt sein Engel, Ya Malaikati, geht ihr in Jahannam rein und jeder, der einen Punkt hier in seinen Stirn hat, er muss raus. Das heißt, und wer wird das bekommen? Die Leute, die Muslime waren, die Leute, die im Dunya gebetet haben. Das heißt, jemand, der nicht in Dunya gebetet hat, er wird diese Flecke hier nicht bekommen. Damit gemeint, die werden für Ewigkeit in Jahannam bleiben. Deshalb, Achi, jemand, der nicht betet oder nicht gebetet hat, wie kann sein, dass jemand sagt, dass er Muslim ist und betet nicht Allah Azza wa Jal an. Es gibt so viele Hadithen, es gibt auch also so viele Versen, die uns auch sagt, dass jemand nicht betet, der ist kein Muslim. Kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Jemand, der nicht also betet oder gebetet hat, der ist ein Kafir. Und auch qawlu as-sahaba radiyallahu anhum, da haben gesagt, für uns war jemand, der nicht mit uns Moschee kommt oder nicht betet, für uns war ein Kafir. Automatisch. Hier, es gibt keine Gnade. Es geht um Religion. Und das ist auch eine Sache, die mit Al-Wala Al-Bara hat. Wie kann sein, dass du für jemanden Dua machst und hat noch nie seinen Stern am Boden gemacht. Hat nie Allah Azza wa Jalla angebetet. Und sogar die Leute, die werden auch eine Frage bekommen, sogar wo? In Jahannam, in Saqar. Die Engel, die werden zu denen kommen und diese Frage stellen. Ma salakakum fi Saqar? Warum seid ihr hier? Warum seid ihr gelandet? Die erste Frage und die erste Antwort kommt: Lam nakum min al-musallin. Wir waren nicht mit Leuten, die gebetet haben oder von Bittenden. Deshalb, bei so Sachen muss man immer sicher sein. Das ist Religion. Jemand, der nicht betet, dürfen wir nicht für ihn Salatul Janaza verrichten. Aber ich muss sicher sein. Ich muss sicher sein, ja. Aber wenn ich weiß, einer, der von einer islamischen Familie ist
und der gestorben, zum Beispiel Unfall oder so. Oder es gibt, ich hab auch einmal erlebt, da haben sie einen Janaza gebracht in die Moschee und manchen, die wollten nicht für ihn Salatul Janaza machen. Warum? Weil die haben gesagt, der ist also betrunken gestorben. Betrunken heißt nicht, dass er nicht gebetet hat. Warum? Weil manche Brüder haben gesagt, der ist betrunken gestorben, aber wir haben eben gesehen, dass er immer bei uns betet in Moschee. In diesem Fall, wir machen für ihn Salatul Janaza. Warum? Weil jemand, der zum Beispiel Zina gemacht hat oder große Sünden gemacht hat, ja, wir machen für ihn Salatul Janaza. Aber schlimm, wenn jemand nicht betet, in diesem Fall dürfen wir für ihn nicht also Salatul Janaza verrichten. Warum? Weil es gibt manche Leute, die sagen, der ist ein guter Bruder und er hat ein gutes Herz und so weiter und so fort. Aber einzige Sache, was er nicht macht, dass er nicht betet. Das ist die schlimmste Sache, was er macht, dass er nicht betet, subhanallah. Und es ist eine klare Sache. Allah Azza wa Jal sagt auch, wenn die beten, dann verichwanukum. Das heißt, wenn die beten, dann sind die eure Brüder. Das heißt, vorher nicht. Das ist eine Sache, die es auch also mit Grenze zu tun hat. Bei uns ist so, in der Regel, jemand, der betet, Alhamdulillah, der ist unser Bruder. Jemand, der nicht betet, der ist nicht unser Bruder. Barakallahu fikum, wa jazakumullahu khair, wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.